Holy fuck, Mann. Dag, Leute. Und holy fuck. Willkommen zu Dark Souls 3. Wieder zurück sind wir. Und es geht... Ich wusste nicht, dass es schon ja. so weit ist. Wenn ich sage, jetzt geht's weiter, dann geht's meistens jetzt ja, auch weiter. Ich kenne dich doch. 30 Minuten Verzögerung. Nee. Und wir sagen diesmal auch Timer Start, dass es wir hier auch alles seine Richtigkeit hat. Alter, ich habe nur noch ein Flakon. Scheiße, Mann. Mann. Und ich habe die schlimmsten Befürchtungen. Ich auch. Nein, nein, nein! Ach, Kacke! Damit dachte ich's mir. Hallo, ich würde gern dadurch, gnädige Frau. Danke. Hey, da hast du echt halt immer so einen Endgegner an der Backe. Der ist wie der Erste. Alter. Was? Um was geht's? Na, Alter. Hat sich wieder eine aufgespalten. Ja. Es kam wieder was raus. Okay, das ist der Gegner, bei dem ich das erste Mal gestorben bin. Und nicht nur einmal. Ich habe den so oft versucht, dass ich irgendwann mal gedacht habe, komm, scheiß drauf, ich renne da jetzt durch. Ich habe den nicht besiegt. Echt nicht? Aber nee. Fuck it. Hey, der hat Weg, mich so Mann. Gemacht. Aber kann man den nicht auch besiegen, indem man durchhuscht? Hä? Kann man den besiegen, indem man durchhuscht? Wenn du ihn nicht angreifst, kannst du ihn nicht besiegen. Nee, ich meine halt... Oh, come on! Ich meine im Sinne von, du rennst schnell zu dem hin und machst ihm Messer. Doch, recht schnell. Aber natürlich kannst du da deine Chancen ein bisschen erhöhen. Scheiße. Das war so klar, ihr Schweinenasen. Aber ich will halt auch nicht anfangen, jetzt schon wieder überall durchzurennen. Ja. Ich fand das in dem Fall okay. Ich habe den so oft versucht. Und das ist ja nur so ein, was auch immer es ist, Nebengegner. Alter! Jetzt heilt er sich auch noch. Oh, leck mich, diese dumme Drecksäue! Ich find's gut, dass du dich weniger aufregst. Mir doch egal, was du denkst. Ey, war nicht meine. War nicht mein Vorhaben. Verstehe diesen Ritter nicht. Ich verstehe ihn einfach nicht. Was ist denn mit ihm los? Der will gar nicht gegen mich kämpfen. Der kommt, geht einfach nur an mir vorbei. Ich meine... Hä, vielleicht hat er sich verirrt? Falsches Spiel? Er wollte eigentlich zu Skyrim. Entschuldigung, kennen Sie den Weg nach Himmelsrand? Oh, hier geht's ja auch hoch. Hier war ich noch nicht. Ah, da ist auch ein Feuer. Danke für den Hinweis. Mann. Da war einfach ein Feuer. Ich hätte mir
das komplett sparen können. Dass dir das nicht eingefallen ist, aber. Scheinbare Wand. Mir? Jetzt, wo du sagst, weiß ich es wieder. Aber Mai, so cool es selber rauszufinden. Man verarscht mich. Da ist gar keine scheinbare Wand, auch wenn ich mir denke. Ach, egal. Okay. Ja, aber dann ist der Weg ja gar nicht so schlimm. Zu dem. Wenn man das Feuer gefunden hat, ist es ja easy peasy. Ja, die Steuerung ist super flüssig, muss ich sagen. Da kann man schon nicht meckern. Ah! Oh! Ah, ja. Eine dumme Sau. Eine ganz dumme Sau. Einfach hier mit dem Wurfmesser. Geht er an den Start. Was? Apropos, machen wir ein kleines Spielchen. Gut. Zitate raten. Wer hat diesen... wer hat das gesagt? Er hat eine Peitsche genommen und sie dir in die Fresse geschlagen. Du dumme Sau! Und genau das sollte man mit dir auch tun. Ah ja, Kinski, ganz am Anfang von dieser... Ich kenn dich doch. Wo er sich mit Jesus vergleicht oder so. Er spielt Jesus. Ach so, natürlich. Hä? Jetzt aber, Buddha bei die Fische, wo kam der her? Ich versteh's einfach nicht. Wo springt denn der da runter? Ich verstehe vor allem Folgendes nicht, lieber Chat. Es kommt mir so vor, als würde sich mein Flakon langsam wieder auffüllen. Weil ich bilde mir ein, jetzt schon zweimal den letzten Flakon getrunken zu haben. Ist das richtig? Oder bin ich einfach nur dumm? Vielleicht sammelst du mit Seelen oder so wieder was auf. Ich will es nicht verschreien, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, weil ich habe auch schon so das Gefühl, weil ich mir gedacht habe, hä, Moment, ich habe doch da jetzt schon eingetrunken. Ach, sehe ich eigentlich, hä? Also ich wenn, dann finde ich es eigentlich ganz gut. Finde eigentlich diese Steuerung hier mit dem Touchpad nicht in Ordnung. Weil das mit links, rechts, ich finde das scheiße, ich will das auf echten Buttons gelegt haben. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Aber ich komme damit eigentlich recht gut zurecht. Ja, gerade eben ging es jetzt nämlich nicht gut. Das will ich damit sagen. Was ich weiß gar nicht. Ach, da sind die Gesten links. Ich verstehe. Ja, ich möchte ins Menü und komm dann aber nur in die Gesten. Inventar, Status will ich. Genau. Steht da, wie viele Seelen ich brauche? Benötigte Seelen 1000. Ja, da kann ich doch einmal kurz aufleveln, liebe Leute. Gönnen wir uns jenes. Ich meine, wir haben da das Feuer und so. Naja, wie würde der heutige Jugend sagen? Gönn dir! Ja, sag das. Ja, ihr könnt ja mal ein Vote machen für das neue Format, Julian. Menschenhass. Arbeitstitel. Hä? Ich laufe hier im Kreis? Erzählt mir doch nichts. Ja, dann lauf immer geradeaus. Da sind Klippen, wenn ich wieder hinlaufe, bin ich tot. Mach das. Ah, guck mal, sie steht immer woanders. Das ist schön. Ja. Ich mochte die bei Demon's House am liebsten. Die war so ein bisschen verspielt. Die saß mal auf der Treppe und hat mit den Beinen so gebaumelt. Das fand ich immer super. Hier, Gelo 95 fände das gut. Okay. Das Format wird damit gemacht. Ja. 100% Zustimmung. Einer von 1. Ja, es ist 100%, da kannst du nicht argumentieren. Reisen. Hä? Wenn keine Gegenstimmen kommen,
Ist das wohl eine gute Idee? Flints Ja, aber Ring. wie wollen wir das machen? Denn dann würde ich sowieso auch Na, da gibt's auch Karten. aufgeklappt machen. Aufgeklappt, ja. Mach doch mal. Kaufen dir eine Webcam und Ende. Ja, aber dazu brauche ich ja Programme und alles. Ja, da gehst du Internet, Torrent. Ich würde es ja sogar mit dem Handy machen. Aber wie? Torrent, alles. Moment. Aber ich meine, ich habe nichts, ich kann es nicht gescheit aufstellen. Aber willst du mir wirklich gerade sagen, dass ich Torrent illegal alles runterladen soll? Ja. Warum? Hier war ich doch auch schon mal, von hier bin ich doch gekommen. Ich will Ich wissen, wo verstehe dieser nicht. Typ herkommt. Ich komme aus Baden-Württemberg. Nicht du. Das wissen wir ja alle. Das ist ja Allgemeinbildung. Allgemeine Einbildung. Ah, der klettert darüber. Ich verstehe. So ist das. Der springt nicht, der klettert. Klettern tun wir hier auch. Die Nee, nicht Leiter so runter. alter. Ja, geht's euch zu gut? Ja. Scheiße, Mann. Jetzt kommt da auch noch die dicke Frau. Ja, renn mir halt 3 Kilometer nach. Oh Gott. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Das ist tragisch. Alter! Hurenbock! Zweiter Hurenbock! Okay. So eine Obwohl wir Party dabei ist hier sind. also. In Witcher muss man ja eine Ewigkeit damit verbringen, einen gewissen Hurensohn Junior zu treffen. Ja, das ist eine dumme Sau. Den habe ich richtig schön leiden lassen. So sehr, wie es Ich halt habe den ging. nicht leiden lassen, ich habe den nur umgebracht. Was? Aber Hast du ich gesehen, was finde der den auch gemacht nicht hat? hübsch. Ja, habe ich. Ja. Aber ich habe den leiden lassen. Ich habe den halt umgebracht, Gutes. Ich bin mir uneinig, was ich. Ich habe das auch nicht wegen Ciri gemacht, so wie der Witcher dann gesagt hat. Das ist mir relativ egal. Ich habe das wegen der Prostituierten gemacht. Ja, gut. Die schönen Frauen. Ja, ich Das hat auch. am Arsch gemacht. Alter, was ist hier los? Jedenfalls der Name, meine Damen und Herren. Ich hätte einfach hier hingehen müssen, ist das richtig? Alter, okay, die haben keinen Kopf. Aber du hast noch einen Kopf. Der sieht Fuck! auch ziemlich tot aus. Was steht denn da? Dickwanst. Das ist aber nicht nett. Hey, der hat auch Gefühle. Auch dicke Menschen können. Glaube ich nicht. Guck mal, Prinzessin Erdbeere ist auch am Start. Hallo Prinzessin Erdbeere. Frauen, ne? Pinker Pete ist auch da. Gibt man auch. Taugen ja zu nix, muss man sagen. Entschuldigung. Ist bei Ride to Hell so gut dargestellt. Alter, Er ich habe ihn vögelt mit gebackstabbt. einer und dann sieht man so ganz schlecht diese Cutscene, Alter, jetzt packt er auch noch hier den fetten Zauber aus. wo sie Klamotten tragen, während sie es tun. Reibt ihr alles auf übrigens. Und dann ist sie weg. Ist wie ein Item, was verbraucht wird. So sollte es in echt sein. Hier, sie hat übrigens geschrieben, jetzt müssen wir eine Webcam für Julian spenden. Oh Leute, es geht nicht unbedingt nur um die Webcam. Um was dann? Wie soll ich einen Scheiß aufnehmen? Ja, mit der Webcam, du Pfeife. Ja, aber weißt du, wo der PC steht und weißt du, wo ich das machen würde? Zum Beispiel. Nee. Aber das wäre gar nicht so schlecht, dann könnte ich endlich Pornos drehen, also Amateurpornos. Ich habe gehört, da liegt das Geld begraben. Ja,
Habe ich auch gehört. Das ist übrigens dritte Folge, das heißt circa etwas über 1,5 Stunden haben wir jetzt bis jetzt investiert. Okay, okay. Sneaky Bastard. Na super. Eiskalt daneben gehauen. Trotz Vorbereitung. Jetzt muss ich aber dauernd an dem durchrennen. Das ist irgendwie prinzipiell nicht so geil. Aber vielleicht ist der einmalig. Ich weiß sowas von nicht, wo es hier lang geht. Anderer Plan. Fuck you all, your little asses. Sagen wir doch, wie es ist. Gut, dass ich meine Seelen investiert habe. In Güter. Ich dachte in eine Webcam. Ja, in die habe ich schon mein Geld investiert. Awesome. Das läuft. Leloid Talisman. Den gibt's schon wieder. Gibt's auch Mimics oder was? Stimmt. Habe ich mir auch nämlich auch schon gerade gedacht. Hey, ist das halt echt wie der erste Teil. So architektonisch und so. Richtig nice. Deswegen gefällt er mir wahrscheinlich auch besser. Ja. Es ist auch. Es ist auch ganz nett. Oh. Oh, der hat ein großes Schild. Oh shit. Oh shit. Mit dem ist nicht gut Kirschen pflücken. Prinzessin Erdbeere kann ihr ihre Seele verkaufen für eine Webcam für mich. Gut, ich weiß, es ist eine Frauenseele, aber Alter. So ein durchschnittlicher wird es da schon geben. Okay, aber ich muss den doch besiegen können. Oh, meine Fresse. Wow. Oh, Mann. Nein. Jetzt bin ich tot. Nur wegen dir. Nur wegen dir. Oh. Oh. Ich habe eine schlechte Position. Eine schlechte Position. Ich muss mich heilen. Alter! Dummer Wichser! Ganz ehrlich. Ich hab noch nicht herausgefunden, welches die schwache Seite von ihm ist. Eigentlich ja die mit dem Schild. Oh man! Leave me alone! Vielleicht. Zack? Nee. Mit dem. Bin mir noch nicht einig. So, Backstabbing! Awesome! Und er lässt auch sogar was fallen. Hier, Großschild von Lothric Ritter. Ist das geil, oder? Wenn du es sagst. I think so. Aber, ne, auch wieder hart am Abnibbeln. Lass mich mal kurz gucken, Großschild von Lothric, was auch immer. Ist wahrscheinlich auch schon besiegt. Schild des Lothric-Ritters. Wenn du das meinst. Nee, ich glaube, das, was ich hier habe, ist ein Großschild. Alter, ich drück auf die rechte Seite. Du musst halt echt an die Kante drücken. Ja, wo willst du sonst hindrücken? Der Daumen reicht nur bis. Ja, aber. 3/4 davon sind für die linke Seite irgendwie. Ich habe damit keine Probleme. Ich schon. Und ich find, du hast einfach Wurstfinger. Du hast Wurstfinger, fette Sau. Junge Mann. Die 100 Kilo. Aber echt. Ich kenne Leute, die sind fetter.
Ich bin gar nicht fett. Die Julian, muss ich wieder Schokolade essen als wegen dir. Webcam-Girl geht auch. Okay. Ich glaube, sie will, dass du dich ausziehst. Jetzt. Kurs. Okay. Aber was bringt dir das? Mir nichts. Nein, ihr. Ach so. Ich habe ein Großschild gefunden. Es ist das Großschild. Dann Breitschwert. hab ich das nicht. Gucken wir mal uns das Breitschwert an. Taugt jenes was? Langschwert. Breitschwert. Ja, es bringt. Und es gilt besser. Ich habe auch das Ritterschild. Robustheit 65. Achso, das ist das, was ich hier ausgerüstet habe. 140 physisch. Magie. Das kann ich aber noch nicht. Da brauche ich 36 Stärke für. Okay. Ich muss sowieso auf Stärke gehen, wahrscheinlich. Stärke und Traglast. Belastung. Gibt es Belastung? Ich habe mir die Sachen tatsächlich noch gar nicht angeguckt, wie die genau heißen. Gibt es Traglast? Ich weiß nicht, vielleicht heißt es auch Belastung oder ist es wieder unter Kondition? War das nicht immer Belastung? Gott, echt. Scheiß Ja. Was? Wie heißt es? Achso, Silberadler. Ich habe Radler. Was ist denn ein Silberradler-Langschild? Das ist Radler mit Sprite und nicht mit Orangenlimonade. Ich verstehe. Das taugt mir Nee, leider doch. nichts. Physisch. Es macht mehr Schaden. Also bräuchte ich. Und das ist schwerer. Das heißt, es bringt gar nichts. Übrigens kann man Kisten von Mimics sogar erkennen, indem die Kette nicht in einem Kreis liegt, sondern in so einem Geste. S liegt. Ja, man erkennt die tatsächlich, ja. Ja, an dem, was ich gerade gesagt habe. Tatsächlich. Schön. Ich wollte es nochmal so sagen. Ich weiß nur, dass sie sie erkennen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber mittlerweile. Okay. Ich fände übrigens von der lieben Erdbeere ihren Einsatz sowohl körper- als auch geistlich, aber vor allem körperlich sehr lobenswert. Natürlich körperlich. Denn sie schreibt, ich lese es dir vor, sie wird versuchen, durch den Verkauf ihrer Seele oder ihres Körpers die Webcam von Julian zu finanzieren. Reflinks, Amazon Reflinks habe ich keinen. Ist das das gleiche wie Affiliate Link? Yes. Das Ding ist aber, es würde ja wenig Sinn machen, wenn ich dann was zahle. Hier. Ja, wenn ich die Dienste in Anspruch nehme, womit sie das Geld für meine Webcam zusammentragen möchte. Ja. Ja. Deswegen sehe ich der ganzen Sache ein bisschen kritisch entgegen. Aber an sich ist das eine nette Idee, sehr Und zuvorkommend. es ist man haut einfach immer drauf. Moment, hier ist jede Menge Strategie an der Tagesordnung. Muss strategieriger sein. Ja, denn Ist nur der Feind. ja. Da ist ein Hund irgendwo noch, der mir gleich in den Rücken fällt. Okay, oder irgendein Typ mit Axt fällt mir in den Rücken. Beides ist möglich. Eins davon war's. Wieso kann ich dich nicht von hinten nehmen? Nun. Ah, verrückter Mongo, Mann. Ah, verrückter Mongo. Na? Du kommst am Stuhl nicht vorbei, ha? Nein, nein, oh Jesus Gott, lasst mich. Oh, jetzt kommt der wieder. Oh. So, jetzt. Also, es ist so heftig, dass du sie selbst mit Backstep nicht komplett killst. Ja.
Sowieso oh, das eine bestimmt das Essensscherbe. Beste. Geil. Wo hast du die gefunden? Ist noch nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich die überklickt habe. Ich muss kurz zurückgehen, dann kann ich besser nachvollziehen, wie du da hinkommst. Das war aber das Dach runter. Nee, doch, ich weiß. Und ein Gefängnisschlüssel. Geile Meile. Du gehst von dem Dach, wo du an dem vorbei bist, gerannt bist, runter und dann links durch eine Tür und dann kommt so ein Typ mit einem Großschild und einem Speer. Wahrscheinlich bist du rechts gegangen, entweder über den Balkon oder dazwischen. Da kannst du mal Alles möglich. Kannst du mal gucken. Du bist wahrscheinlich zu diesem in den Hof gegangen, ne? Ey, was ich wo so ein ganz dicker mit blauer Schürze rumläuft, der auch Magie packen macht. Hey, spielen wir dasselbe Spiel, Mann? ja, also ich spiele das richtige Spiel. Ich weiß ja nicht, was du wieder für Raubkopien hier zockst. Oh Mann, ist doch Dark Souls 1, was sie mir verkauft haben. Und ich dachte doch, es kommt mir so bekannt vor. Ja, das ist möglich. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich könnte jetzt natürlich von dort. Hey, dann komme ich doch von hier. Boah, Mann. Ich kann diese Wege nicht nachvollziehen. Das ist gut. So ging es mir aber auch am Anfang bei Bloodborne. Da war ich richtig hart aufgeschmissen. Wenn ich da runtergehe. Nee, dann macht er mich auch kaputt. Das war natürlich, das war schon schwach gerade. Okay, da liegen meine Seelen, das ist gut. So, kann man nicht auch nach unten schlagen? Auf einer Leiter, ja. Wie? Ah ja. R2. Zwei. Ja. Nach oben ist L2, glaube ich. Ich glaube, das ist so. Nee, ja. Ah, von mir aus. Ich glaube, du spielst doch wieder Witcher besser. Und so, ich spiele ja alles besser. Als wer? Auch wenn das nicht so gemeint war. Ich mag den Ding nicht. Sag mal, dieser Hass. Sind auch nur Menschen. Ich mag ihn halt nicht. Er macht mich kaputt. Ich meine, seine scheiß Klinge ist so hoch, wie ich lang bin. Oder andersrum. Aber vielleicht kann ich da von oben noch runterspringen. Hä, bin ich von hier nicht gekommen? Boah, Mann. Ist das jetzt eine Abkürzung oder? Nicht für dich. Oh Mann, ey. Ich glaube, es war tatsächlich einst mal eine Abkürzung, die ich aber schon. Naja. Ich bin noch nicht bei dem Endgegner gewesen. Bei dem du warst schon. Ich lümmel hier auch gerade ein bisschen. Warum? Weil ich keine Lust habe, gegen den Typ da zu kämpfen. Schade, ich dachte, dahinter geht es vielleicht weiter. So kann man sich irren. Die Frage ist übrigens sehr auffällig, wenn du vor ihm stehst. Also du wirst sehr schnell erkennen, dass es ein Endgegner ist. Ein kleiner, ja, unscheinbarer Mann. Ja, ein Zwerg. Kennt jemand den Film? Also du ja, aber was interessiert mich dein Wissen? Entschuldigung. Kennt jemand den Film Asterix erobert Rom? Nein. Da musste dann Asterix eine
eine Prüfung machen, da musste er Bombastus den Teutonen besiegen. Und es war halt in so einer Arena und dann geht so das Tor auf, so ein Riesentor, so 500 Meter hoch. Und heraus Ja. trabt so ein winziger Zwerg. Er hat es aber echt drauf gehabt, muss man schon sagen. Wenn er was kann. Trotzdem hätte ich ihm vielleicht einen anderen Namen gegeben. Alles klar. Die Glocken klingeln. Und ob wir diesen Gegner jetzt besiegen werden oder nicht, das sehen wir nach einer kurzen Unterbrechung Und gleich. Bombastus der Teutone. Ja, den auch.